Videopiraterie ist eine Form von Wirtschaftskriminalität, die von der GVO bekämpft wird. Raubkopierer sind Diebe, die sich auf Kosten anderer bereichern. Das Geschäft mit Videokassetten ist für die Filmhersteller ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor geworden. Die Videoumsätze tragen heute entscheidend zur Finanzierung neuer Filme bei. Kaum zu glauben, aber über die Hälfte aller Videokassetten auf dem Markt sind Raubkopien. Das Geld, das durch Raubkopien verdient wird, geht direkt in die Taschen der Betrüger. Die Filmemacher erhalten davon keinen Pfennig. Die Piraten verdienen jede Woche viele Millionen. Auf die Dauer ist die Filmindustrie nicht in der Lage, diese Verluste aufzufangen. Es gibt verschiedene Arten von Raubkopien. Primitivfälschungen. Das sind Kopien mit minderer Bild- und Tonqualität und billiger Konfektionierung. Identfälschungen, bei denen nicht nur der Film, sondern auch die Originalverpackung und das Label gefälscht worden sind. Raubkopien können aber auch mit Fantasienamen versehen oder von Scheinfirmen vertrieben werden. Wenn diese Entwicklung so weitergeht, besteht die Gefahr, dass Filmstudios schließen müssen, keine neuen Filme mehr produziert werden können und Tausende von Arbeitsplätzen vernichtet werden. Kinos müssten geschlossen werden. Der wirtschaftliche Schaden wäre enorm und das Ende der Filmindustrie absehbar. Seit dem 1. Juli 1985 können Raubkopierer durch eine neue Gesetzgebung mit bis zu 5 Jahren Gefängnis und hohen Geldstrafen bestraft werden. Wenn Sie bei der Pirateriebekämpfung helfen wollen, dann wenden Sie sich an die GVU in Hamburg. Telefon 040 690 6141. Ihre Hinweise werden vertraulich behandelt.